Die damals von Besuchern aus aller Welt bestaunten weißen Terrassen wurden möglicherweise in Neuseeland wiederentdeckt. Die rosa und weiß schimmernden Quellterrassen galten als achtes Weltwunder. Es handelt sich dabei um einen langen Hang, an dem sich Minerale aus heißen Thermalwasserquellen abgelagert und Wasserbecken gebildet haben. Nach einem schweren Vulkanausbruch im Jahr 1886 galten sie als zerstört. Das Naturwunder wird in 10 bis 15 Meter Tiefe unter Schlamm und Asche vermutet. Es wäre eine groß angelegte archäologische Ausgrabung notwendig, um die verschütteten Terrassen freizulegen. Ob dieses Vorhaben wirklich in die Tat umgesetzt werden soll, ist leider noch nicht bekannt.